Nee, aber ey, ich war letzte Woche bei Mika, war toll. Hallo, wer ist am Telefon? Ja, hier ist der Horst aus Heilbronn. Wie ist Ihr Name nochmal? Horst. Horst, schön, dass Sie dabei sind. Lieber Horst, welches Wort haben Sie raus? Der Berg. Wie bitte? Berg. Berg. B, E, sehr gut. R, Mist, das R geht nicht vom Büro. Horst, das tut mir leid. Mist. Ich habe euch gesagt, Regie, es gibt kein Wort mehr. Keine Auszahlung an Minder... Oh je, es klingelt! Herzlich willkommen, hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wen darf ich begrüßen? Hallo, sprechen Sie mit mir? Sprechen Sie mit mir 3, sprechen Sie mit mir 2, 1... Keiner dran. Aber es hat gerade eben geklingelt bei 5 Leitungen. Komm, nochmal ganz schnell, vielleicht klingelt es nochmal so schnell. 5 Leitungen, 3, 2, 1, los! Ne. Also diese 5 Leitungen, die sind ja wirklich der Wahnsinn. Hallo, hier ist die Sandra, wer ist am Telefon? Guten Morgen. Guten Morgen, wer ist denn dort? Hier spricht der Gerhard. Gerhard, schön, dass Sie dabei sind. Gerhard, sagen Sie mal, welches Wort haben Sie hier noch rausgefunden? Die Stadt Bonn. Die Stadt Bonn, das heißt B... O-N-N. Warum geht das nicht? Scheibenkleister. Wir hatten bei Bund schon ein N an zweiter und dritter Stelle. Oh, Mist. Sie merken, es klingelt nicht. Und da klingelt's doch. Guten Morgen, hier ist der Manfred. Guten Morgen, Manfred. Schön, dass Sie noch wach sind. Lieber Manfred, sagen Sie mal, welches Wort haben Sie hier raus? Bild. Bild. Bild geht nicht. Und wissen Sie auch warum, Manfred? Wegen dem L von Ball. Ball hatte bereits an dritter Stelle ein L, wo auch das L von Bild stehen würde. Scheibenkleister. Kurzes Resümee. Also können wir das nochmal bitte zusammenfassen? Wir hatten jetzt gehört Berg, Bonn und Bild. Das war jetzt allen Ernstes morgens um kurz nach 1 die dritte Falschantwort. Klingelt Heiligsblechle. Hallo, wer ist am Telefon? Hier ist die Sandra von Money Express. Oh, was war das denn? Es ist ja wirklich schade, dass Sie auflegen, wenn ich gerade hier mein schönes Sätzchen erzähle. Ich nehm das natürlich manchmal auch ein bisschen persönlich, ja? Sie können mich mit sowas auch verletzen. Ei, es klingelt. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wen darf ich begrüßen? Hier ist der Manfred nochmal. Manfred nochmal. Schön, dass Sie dabei sind. Einen wunderschönen guten Morgen. Manfred, welche Lösung haben Sie? Bett. Manfred, haben Sie das Spiel verstanden? Geht nicht. Ich glaube, Manfred, Sie haben das Spiel nicht ganz verstanden. Wahrscheinlich nicht nur Manfred, wahrscheinlich viele, viele unserer Zuschauer. Es ist auch wahnsinnig erklärungsintensiv, dieses Spiel. Also ich finde es auch aus dem Grund extrem schwierig. Ich muss es jetzt wirklich nochmal erklären. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Nachtschwärmer, liebe Personen, die um 3 Minuten nach 1:30 vom Fernseher sitzen, genau Sie. Wir sprechen jetzt von Leitung 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 und es klingelt. Wahnsinn, das ging schnell. Wahnsinn! Guten Morgen! Kaum sind 15 Leitungen geöffnet. Wer hat da eine getroffen? Ja, hier ist der Werner. Werner, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Werner, welche Lösung haben Sie bitte raus? Also ich habe das Boot. Boot, sehr gut. B, O, O, Mist. Mit T am Ende. Also ich hoffe natürlich jetzt nicht Werner, hat er, Bernd sage ich schon. Ich hoffe nicht Werner, dass Sie meinten, Boot schreibt man mit D am Ende. Boot. 27, 25. Und da klingelt jetzt einen wunderschönen guten Morgen. Hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wer ist am Telefon? Ja, grüß dich, da ist der Hans. Hans, guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Hans. Entschuldigen Sie bitte. Es geht jetzt für Sie um 7.210 Euro. Nennen Sie mir bitte Ihre Lösung. Ja, ich denke, es ist das Bein.
Und Sie haben gewonnen. Ja, super. 7.210 Euro und dieser niegelnagelneue LCD-Monitor gehören Ihnen. Hans! Ja. LCD-Fernseher, was habe ich gemacht? Hans, also Telefon. Ja, danke. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen Abend. Ciao. Meine Seele ein Geweih, tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht.